Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ziemlich warm hier schon das Wasser. Boah, hier haben wir 70 Grad und das Wasser kommt hier kühler daher, als es hier rausmarschiert. Also wir können ruhig mal ein bisschen hier umschalten. Da wieder ein bisschen was reinpumpen, damit der Baum auch ja weiter wächst. Ne? Die sind jetzt nicht so kritisch gerade in der Temperatur. Gut gemacht, Leute. Ganz gut gemacht. Otto ist da gleich ganz pragmatisch beim Problemlösen. Das brauchen wir gar nicht. Was macht sie eigentlich die ganzen... Okay, jetzt machen sie hier die Leitungen. Oh, das ist soweit fertig. Dann das hier als nächstes bitte. Generell hier. Das bitte bauen. Hier brauchen wir noch einen Atmosensor, der das Ding ausschaltet, wenn der Luftdruck hier unten zu gering wird. Damit wir da drin eben kein Vakuum ziehen, weil das brauchen wir nicht. Öl bitte hier rein dumpen. Also langsam werden die Dinge hier fertig. Gott sei Dank geht da was weiter. Auch wenn es ein bisschen langsam ist. Ah, der ist auch schon... Und der Tepidizer arbeitet. So. Der ist ein, sobald wir unter minus 30 Grad sind. Also das ergibt hier jetzt erstmal ordentlich Vollgas, weil das... Das Öl hat nämlich auch eine ganz ordentliche Wärmekapazität. Da hat er einiges zum Aufheizen. Wobei aber wenigstens die Wärmeleitfähigkeit ganz gut ist. Hier wird schon wärmer. Boah, minus 70 Grad. Okay, was hier minus 100 Grad hat und weniger. Es wird ja immer kälter da unten. Minus 123 Grad, minus 124 ist... Das hier ist momentan der kälteste Punkt. Alter! Das muss ja problematisch werden hier, da müssen die das hier erst einmal bauen. Das müsste man eigentlich isolieren fast. Beziehungsweise das muss man wirklich isolieren, weil es einfach zu kalt ist da drunter. Scheiße! Glaub's ja nicht. Es ist ja so kalt, dass wir es isolieren müssen. Das hat sich auch schon mit Öl gefüllt, komplett. Und der muss jetzt hier arbeiten. Der haut zwar ordentlich was raus, aber müssen wir das hier aufheizen. Das wird einiges an Power brauchen. Dann müssen wir das Wasser da unten durchleiten, ne? Schön warmes Wasser da rein. Wir müssen wirklich eingefrieren. Ethanol haben wir noch ein bisschen, aber ja, wir brauchen leider so viel Power jetzt. Wir brauchen jetzt so viel Strom. Schaut aus mit Forschung, können wir irgendwas erforschen? Nicht wirklich, ja? Nichts, was wir wirklich brauchen. Das können wir mal machen, vielleicht. Bringt uns das was, wir haben ja schon ein bisschen Moralprobleme. Und der kleine Raum hier bringt es halt auch nicht wirklich. Ah, da kommt wieder warmes Wasser.
grünes Signal, wenn wir über zwei, wenn wir über, sagen wir mal, bleiben wir mal bei 150. Dann kann der anfangen hier zu pumpen. Pumpt eh nur wenig. So, die bauen jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit da oben herum. Genau. Aber es passt eh. Stellt sich auch wichtig hier. So, dann können wir mal hier unser Missgeschick beheben. Den Gasvent hier mal bauen, bitte. Leute, das Ding wäre wichtig. Hohe Priorität. Also, Catalina macht das. Gut. Catalina, da kommt sie. Jupp, jupp. Ah, das wird auch gleich gebaut. So, du filterst raus Natural Gas. Sehr schön. Leider haben wir hier gerade overpressurized, weil wir hier zu hohen Druck haben. Und weil der hier nicht mehr mehr sammeln kann, unglücklicherweise. Shit. Er haut hier schon wenig CO2 rein. Und steigt hier nicht richtig auf jetzt so. Shit. Wir brauchen hier wohl nochmal einen Gaskompressor. Wie viel macht der? Halben Kilo pro Sekunde. Ach ey. Alle 4 Sekunden füllt er einen Teil auf. Shit. Das kann uns auch nochmal am Schädel fallen. Aber ich will nicht nochmal einen Gaskompressor bauen müssen hier unten. Ja, da kommt schon die Isolierung. Was ist mit ihm? Ah, haben wir schon erreicht, ha? Huh? Aber. Okay, dann gehen wir auf minus 20 Grad. Oh Mann, so viel Power. Ich meine, die können später dann auch von mir aus Petroleum verbrennen. Oh, da arbeiten ja schon 5 von denen. Gut, 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 gut. Kommt ordentlich Petroleum zusammen mal. Ich kann mir jetzt auch gleich mal die Eigenschaften von Petroleum anschauen. Ah, ich sage immer Petroleum. Ethanol ist das. Okay. Ganz üble Wärmeleitfähigkeit, aber hohe Wärmekapazität. Das heißt, da steckt ganz schön was drinnen. Was? Das fällt mir gerade ein. Für den Petroleumboiler später mal braucht man eine Flüssigkeit mit einer möglichst hohen Wärmekapazität. Wie das hier. Polluted Water und Water haben dasselbe. Ethanol hat ja wenig, ne? Weil der reduziert, der Aquatuner reduziert die Temperatur um 14 Grad fix. Und je mehr Wärmekapazität ist, desto mehr Temperatur gibt er ab. Damit die Formel stimmt. Und Wasser hat. Das heißt, das müsste man mit Polluted Water machen, damit man. Was gar nicht schlecht ist. Wir können das. Ich denke, viel zu kompliziert. Wir werden einfach das Wasser hier in einen Kühlkreislauf schicken durch den Aquatuner. Der kühlt das ab. Heiß ist es eh. Viel, heiß genug. Und damit können wir den betreiben. Ha! Viel zu kompliziert gedacht. Da haben wir auch schon die Pumpe dafür stehen. Wir haben schon gedacht, kühles Wasser hier durchlaufen lassen. Wir lassen einfach das Wasser an sich durch den Aquatuner. Viel einfacher. Viel einfacher. Problem gelöst. So, was haben wir hier? Da unten ist der Druck schon ziemlich gering jetzt, da. Ah, da haben wir auch schon gut isoliert. So, das Öl hier wird langsam wärmer. Hier dauert es leider immer noch, aber es wird jetzt so langsam anfangen zu schmelzen.
Ist ja auch noch Zeit, es eilt ja jetzt nicht so. Da unten ist der Schade drum. Da liegt einiges an Öl begraben. Weil es einfach zu kalt ist. Also würde mich schon interessieren, ob wir da die Hälfte verlieren, wenn wir das abbauen. Haben wir den Abbauer hier? Nein, ne? Noch nicht. Yoshi macht gerade was anderes. Der Otto macht auch was anderes, obwohl ich eigentlich gesagt habe, das bitte machen. Frankie kümmert sich jetzt darum, ne? Von mir aus. Wir haben hier 914,8. Ja, da verlieren wir die Hälfte. Verlieren wir die Hälfte an Öl, wenn wir das Ding abbauen. Also das muss man auf jeden Fall schmelzen. Sollte man auch mit... Kann man mit allen anderen auch machen. Soll... Ah ja, das ist übrigens Mavic Rock. So schaut das Ding aus. Kann man mit denen ja genauso machen, mit anderen Metallen. Ist nur ein bisschen schwieriger, die zu schmelzen. Braucht ein bisschen mehr Temperatur. Aber bekommt man das Doppelte raus. Doppelter Ertrag. Aber wenn man mal so weit ist, dass man die Dinger schmelzen kann... Man... Wir haben ja hier einen Vulkan, der uns dabei helfen kann, aber das Ganze zu kontrollieren ist nicht so einfach. Und bis man mal so weit ist, hat man normal, glaube ich, eh keine Metallprobleme mehr. Oh oh, und wir haben gleich keine Kohle mehr. Das heißt, wir brauchen unbedingt mehr Hedgefarmen. Was fressen die da? Sand und Sandstone. Das wird uns dann auch irgendwann einmal ausgehen. Fürchte ich. Wenn wir da nicht aufpassen. Filtration Medium. Okay, wir haben noch jede Menge, aber muss man drauf aufpassen. Ah, der heizt hier schon schön auf. Wird schon langsam wärmer. Das ist echt eine Karte, wo man mit Kühlen nicht wirklich ein Problem hat. Eher mit Aufheizen. Das könnte jetzt halt noch bauen, Leute. Und das hier. Oil Refinery ist fertig. Oh, und wir haben auch was vergessen. Wir haben da drin schon ein Vakuum gezogen. Das wollen wir eigentlich verhindern. Wirklich komplettes Vakuum da drinnen. Was machen die denn jetzt eigentlich? Catalina ist hier. Insulated Teil. Oh, hier bauen die wohl Isolierung. Ja, das müsst ihr bitte abbauen. Wenn ihr so freundlich seid. Damit Miep hier mal raus kann. Danke, Yoshi. Oh, shit, das geht aber noch immer nicht. Wir brauchen die hier doch. Na klar, das letzte baut wieder keiner ab. Danke. Ganz freundlich von euch. Danke. Fertig machen. Sehr schön. So, wenn das hier fertig isoliert ist, dann hat er auch keine Probleme mehr mit der Temperatur. Kann man wieder ein bisschen was durchlassen. Da gibt es wieder Holz. Jetzt kommt deutlich mehr Holz, weil die Bäume ausgewachsen sind. Und wir werden wahrscheinlich auch, sagen wir mal, weiß nicht, 4-5 Bäume domestizieren vielleicht. Wenn man sagen muss, so viel Wasser haben wir hier nicht. Es wird jetzt auch nicht so wirklich mehr. Müssen wir natürlich aufpassen. Ah, da wird schon ordentlich wärmer gleich. Jetzt können wir das jetzt vielleicht wirklich so lassen. Und wie gesagt, das wird später eh mal gekühlt. Das werden sie halt irgendwann einmal bauen müssen. Genauso wie die hier. Ah, das ist auch schon wieder fertig. 20 Grad erreicht. Sehr schön. Damit friert uns das Öl hier dann nicht mehr ein. Ja, sagen minus 10, damit wir
dass wir mal frei bekommen und nachher können wir es dann auf minus 25 stellen oder so, damit wir auch in Zukunft verhindern, dass es gefriert. Ja, hier ist eh schon langsam schon am Schmelzpunkt vorbei. Ist auch schon geschmolzen. So, die Pumpe ist ja dann hier auch schon bereit. Das ist auch schon, geht auch schon hier hoch. Sie pumpt nur nicht, weil wir hier noch aus sind. So. Wir müssen hier einfach, wir sagen einfach mal 100 Kilo sollen hier verbleiben und damit kann der mal hochpumpen. Und damit geht's mal los mit der ersten Petroleum-Produktion. Research completed. Der Juicer. Mushroom Bristleberry Mealized Water. Ach ey, das ist aber ziemlich heftig, was wir dafür brauchen. So, hier above 150, sagen wir mal. Und damit können wir produzieren. Wobei wir vielleicht ein Reservoir bauen sollten. Wobei, na, wird schon gehen, wird schon gehen. Brauchen wir nur noch einen Operator dafür. Otto macht das. Okay, mir soll es ja recht sein. Ich bin da offen. Und wir das kommt da mit minus 20 Grad rein und mit 74 Grad raus. Ah, und Natural Gas kriegen wir auch schon. Oh, dafür muss das aber hier weg. Der Ding, Tank ist eh schon leer. Arbeiten noch nicht. Oh, und wir brauchen hier irgendwo Platz, wo wir runter können außerdem. Das heißt, wir machen das hier dicht. Machen hier eine Leiter rein. Und das da unten könnt ihr auch ausheben. Natural Gas kriegen wir immer mehr. Er arbeitet hier brav. Und wir bekommen ordentlich Petroleum. Das können wir dann bald weiterleiten. Hier in die Plastikproduktion. Das kannst du ja ruhig isolieren. Da ist ein Sage Hatchling. Genau, mach hier noch ordentlich. Wir pumpen hier dabei mal das Öl ab, das schön langsam wärmer wird. Ah, damit haben wir es doch endlich geschafft, in diesem Part das Petroleum mal zu produzieren. Geht schön langsam dahin. Ethanol wird auch schön mehr. Es ist immer wieder ein Baum zum Ernten. Isoliert ist das Ganze. Die Duschen sind fertig, schon schon länger. Sauerstoffproduktion ist halt ein bisschen schwach auf der Brust momentan. Da kann er ruhig auf 200 runtergehen. Da auch auf 200.
Die arbeiten mehr sporadisch nur noch. Das heißt, wir werden mal hier die Verbindung kappen. Das sollen nur noch die zwei arbeiten. Das packen die momentan gar nicht mehr. Muss der auch schon mithelfen. Und selbst mit dem geht's nicht, weil die leer sind. Shit. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der braucht eh nicht so viel eigentlich, aber das ist wahrscheinlich der Tapetizer, der da unten arbeiten möchte. Mhm. Okay, wir sagen wieder minus 20 Grad. Damit bleibt der erstmal abgeschalten und wir kriegen wieder Power, weil uns der schon leer saugt. Aber die sind jetzt dann auch fertig. Dann kriegen wir hier noch einmal ein bisschen Power dazu. Oh, stimmt, die produzieren jetzt 800. Das ist von 600 auf 800 angewachsen. Ja, ja, schön Petroleum produzieren, Leute. Mehr Petroleum. Ethanol haben wir auch. Okay, wenn der das dann alleine nicht mehr packt, müssen wir den anderen hinzuholen, ne? Hilft nicht. Und da gehen sie auch schon los. Aber mit 4 kW geht auch was weiter. Das Wasser hier unten wird auch schon wärmer. Gut, Freunde, das war's aber wieder für diesen Part. Wir haben es endlich geschafft, Petroleum herzustellen und wir kriegen jetzt dann auch Plastik demnächst. Ich bedanke mich dafür fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.